Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 4. Im letzten Part haben wir die Schlacht bei Bo Wang Po gemacht, haben nämlich durch List Cao Caos Truppen überrascht und zurückgeschlagen. Jetzt geht's weiter von der die Schlacht von Changban. Ermögliche Liu Bei eine sichere Flucht. Vernichte alle, die sich dir in den Weg stellen. Diesmal werde ich auch diese Schlacht in einem Part nur machen. Nicht so wie bei Cao Cao, aber da mussten wir ja Liu Bei aufhalten. Und da die Hälfte des Weges da, wenn wir die Schlacht starten, schon hinter sich hat, ging es halt auch nicht anders. Ich habe im letzten Part wieder vergessen, nämlich die Einheiten vorzustellen. Ach, ich bin doch ein Dussel. Liu Bei, Zhang Fei, Zhao Yun und Sun Qian. Das wäre auch mal ein Charakter, den ich mir wünschen würde, dass der mal spielbar wird. Abgesehen von Dynasty Warrior Empire. Natürlich haben wir hier Zhao Dun, Zhang Hei, Zhao Yuan, Zhu Ling, Zhu Huang, Zhao De, Jai Kui, Yu Yin und das war's. Starten wir. Ich hoffe, man hört die Glocken nicht im Hintergrund, weil es, glaube ich, wieder volle Stunde. Ich weiß es jetzt gar nicht, weil die Uhr habe ich jetzt nicht vor mir. Ein geiler Soundtrack, wollte ich nochmal übrigens sagen. In dieser Schlacht ist das Überleben wie ein Sieg. Wir müssen Han Shui sicher erreichen. Du bist ziemlich gut. Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie... Ah, okay, er kriegt sofort seine Aura. Boah, haut der Kunde rein, Junge. Und die Framerate, ey, Alter, das gibt's doch gar nicht. Danke, Soldat, du, der mir völlig unbekannt ist. Feindlicher Offizier Belzir. Das passiert nicht noch einmal. Das hast du in der letzten Schlacht auch gesagt. Ihr. Warum rege ich mich überhaupt auf, ey? Wenn die ganzen Charaktere schon aufgelevelt gewesen wären, würden die uns so gut wie keinen Schaden mehr machen. Und auch nicht stunnen können, glaube ich. Ich liebe den Soundtrack, der ist so geil. Das ist einer der Soundtracks, der mir immer noch im Ohren hängt. Ja, Cao Caos Haupttrap macht es da. Cao Cao hat sich von Bo Wang Fu noch nicht erholt. Es wäre nicht unmöglich, ihm jetzt zu entkommen. Unser Ziel ist es ja, wie gesagt, mit Liu Bei zu fliehen. Man kann aber auch Cao Cao ausschalten und dann hat man auch gewonnen. Bewundere die Schönheit und Anmut von Zhang Hei. Ich werde mit meinem Speer antworten. Das war dein Fehler, Zhang Hei. Zhang Hei. Das ist nicht mein Tanz. Alles klar, Liu Bei, der Weg ist so gut wie frei. Feindlicher Offizier besiegt. Je nachdem, wie Liu Bei vorrückt, braucht ein bisschen. Liu Chan ist aufgetaucht in der Burg. Den werden wir retten. Ich weiß auch nicht. Also letztes Mal, wo ich nämlich mit einem anderen Charakter gespielt habe, wurde keine Cutscene abgespielt. Ich weiß nicht, ob das an der Emulation hängt. Oder in der Xbox-Version ist überhaupt keine Cutscene in dem Fall drin. Aber das werden wir ja gleich sehen. Weil in der PS2-Version hat jeder der Charaktere
seine eigene Cutscene. Alter, hier kommt ja immer mehr. Weg. Oh oh. Oh oh. Das ist mir zu viel. Noch jemand? Ich verneige mich vor deinen Können. Jetzt will jeder ein Duell mit uns, weil wir wissen, dass wir der Geilste sind. Auf dem Schlachtfeld. Und keine Aura, das lobe ich mir. Ach, der eine Schlag jetzt. Nein! Ey, es wird doch jetzt möglich sein, den zu killen, Alter. Du Bastard, ey. Geht doch. Oh, da. Ah, Gott sei Dank. Lass auch uns gehen. Ach, Zau, renn. Mach's nicht so schwer. Okay, die Hälfte des Weges hat Liu Bei schon geschafft. Jo D. Ich mach dich D platt. Feindlicher Offizier besiegt. Gut, Liu Chan, ich komme. Wo waren da jetzt nochmal genau? Okay. Ich verneige mich vor deinem Können. Deswegen habe ich auch bewusst nicht das Tor geöffnet. Hör mit mir auf. Und wir haben mal wieder keine Cutscene bekommen. Das ist sehr schade. Also das ärgert mich schon ein bisschen. Das macht er aber erst, wenn ich drüben bin. Weil was können, machen wir beide Tore auf. Und gut ist, kriegen wir noch ein paar Minuten. Du wirst unsere Reihen nicht durchbrechen. Kriegen wir hier wenigstens eine Cutscene. Das wird sie zum Stehen bringen. Okay, haben wir die erste Brücke zerstört. Wir machen gleich dann noch die zweite. Zau Zau kommt sowieso nicht voran. Weil der hängt da oben fest. Sehr cool. Das ist, glaube ich, der Sohn von Jia Shu. Der ja in Dynasty Warrior 7 spielbar ist. Liu Bei, wir sind hier, um zu helfen. Ah, eine Flotte. Schnell, zum Changyang. Beeilung. Liu Qi ist, glaube ich, der uneheliche Sohn, soweit ich es nachgelesen habe, der uneheliche Sohn von Liu Biao, der die Jing-Provinz
geherrscht hat. Der aber, wo Liu Bei nämlich den Norden Jinx verteidigt hat, in der Zeit irgendwann gestorben und irgendeiner seiner Kinder, Liu Song oder... Da unterscheiden sich auch die Geister, genau wie bei, wenn Sun Tse in Wu einfällt, um es zurückzuerobern. Das wird sie zum Stehen bringen. Ja, das hat man schon. Da hieß, also in den Anfangsspielen hieß da, der Hauptcommander, Liu Yong und jetzt in den letzten Spielen immer Liu Hui oder so. Ist schon ein bisschen komisch, dass da die Namen sich ändern. Feindlicher Offizier besiegt. So, Liu Bei, los, ab zum Schiff. Nee, Zau Zau kämpft mit niemandem. Da steht er einfach nur rum. Bringt es zu Ende. Wir werden Cao Cao an der Seite der Sohn bekämpfen. Das war die Schlacht von Changban und diesmal etwas länger als bei Cao Cao. Sehr gut, also schön Level up machen. Dank Zhuge Liangs Strategie und den tapferen Anstrengungen seiner Offiziere kann Liu Bei Cao Caos Verfolgung abschütteln und in den Süden entkommen. Da sich Cao Caos Griff etwas gelockert hat, wendet sich Liu Bei nach Westen und betritt die Provinz Wu. Das ist ein Fehler, weil Wu liegt zwar im Süden, aber man könnte auch sagen im Südosten und nicht Südwesten oder generell Westen, weil im Westen ist das Gebiet von Liu Zhang, den wir ja auch noch bekämpfen werden. Liu Bei, dessen Überleben von einem Bündnis mit Wu abhängt, schickt Zhuge Liang als Gesandten zur Familie Sun. Dank der Verhandlungsgeschick des Strategen wird der Vorschlag akzeptiert und die neue gebildete alliierte Armee bereitet sich darauf vor, Cao Caos Armada am Shangyang zu stellen. Ja, Cao Cao ist ja nur auf dem Land gewohnt zu kämpfen und nicht auf dem Wasser. Deswegen haben ja Zhuge Liang und Zhao Yu eine gewisse Strategie sich überlegt, indem man halt Zhuge Liang den Wind herbeischwört. Ob das geklappt hat, keine Ahnung. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht an Magie. Vielleicht war da auch ein Wetterlogo und sowas und konnte irgendwie ja vorher sagen, wohin der Wind weht. Pang Tong die Schiffe verkettet und Huan Gai mit einem Schiff die den Feuerangriff ausführt, damit eben halt dann auch durch den Wind, der da entsteht, auf die gesamte Flotte von Cao Cao übergreifen kann. Und das war verheerend für Cao Cao. Die einzigen Offiziere, die Cao Cao derzeit unter sich hatte, waren einige Offiziere, die damals unter Liu Biao gedient haben, die Erfahrung hatten, auf dem Wasser zu kämpfen. Aber ich glaube, die wurden vor der Schlacht noch hingerichtet, weil man die irgendwie des Verrats betichtigt hat. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder mit am Start. Also Leute, haut rein,
und ciao.